ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Duftvideo. Ja, ich hatte ja schon mal den Ulrich de Varens, da hatte ich ja schon den Star getestet. Jetzt habe ich neulich beim DM, also normalerweise ich gehe recht oft oder wir gehen recht oft zum DM einkaufen. Und da bleibe ich natürlich logischerweise immer in der Parfümerieabteilung hängen. Und ich habe gedacht, ich teste mal den UDV, also Ulrich de Varens Night. Ja, und was ich euch heute sage, der Duft ist der Hammer. Der Duft ist der Hammer. Allerdings mit einer, ja, mit einem Haken. So, erst einmal zum Duft. Der Duft ist süß, synthetisch, hat aber eine gewisse, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem Duft bin ich richtig geflasht. Warum? Der Duft riecht, wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, frisch, synthetisch, aber auch sehr fruchtig. Und die Synthetik hält sich richtig zurück. Der Duft könnte locker, das Dreifache, Vierfache kosten. Allerdings mit einer, finde ich, ja, mit einer Einschränkung. Die Haltbarkeit, ne? Aber das ist bei einem Preis von knapp unter 5 Euro absolut vernachlässigbar. Der Duft hat, muss gerade mal riechen, boah. Also da könnt ihr normalerweise, was es so in der Preislage gibt, Bruno Banani und so, die könnt ihr alle vergessen. Der Duft ist de facto, das ist ein frisch synthetischer, aber ein frisch fruchtiger synthetischer Duft. Bei dem Preis, ne, ist es absolut ein Duft, den könnt ihr im Sportstudio, ne, da könnt ihr den mitnehmen, ne? Da seid ihr mindestens für eine Stunde seid ihr frisch. Ne? Also auf meiner Haut hält der Duft mit viel Augenzwinkern hält er eine knappe Stunde. Ne? Nochmals, ne? Ihr müsst das Preisverhältnis im Auge behalten. Ne? Und ich sage mal immer für einen Duft für 5 Euro, ey, was wollt ihr? Was? Ich meine, da kann man den Duft kann man 10-mal nachsprühen. Ne? Der eignet sich ideal, kann ich euch sagen, auch fürs Office. Ist, würde ich sogar einschätzen, Unisex-Duft, also für Frauen und für Männer gleichermaßen geeignet. Ne? Also wenn ihr den im Büro euch hinstellt im Sommer, ist absolut ein absolut frisch. Ihr riecht frisch geduscht. Ne? Die meisten werden von euch jetzt sagen, ach komm Mensch, ich habe da Duschgel-Düfte en masse und die halten auch 10-mal länger. Ja, okay, die halten länger. Aber ihr dürft nicht vergessen, ne, bei einem Preis von 4 oder 5 Euro, was der Duft aktuell kostet, ich glaube, ich habe 4,95 oder so, habe ich bezahlt, da ist es total vernachlässigbar. Ne? In der Kopfnote, ne, Apfel, Ananas, Bergamotte, Mandarine, ne? Das riecht also quasi schon nach Sommer. Ne? Und man riecht denn jetzt noch? Er riecht also eine Stunde, würde ich urteilen, riecht er schon stark. Ne? Also für einen Drogeriemarktduft ist es in Ordnung. Und ihr könnt euch drauf verlassen, hier macht ihr keine Dings, da könnt ihr Blindbuy machen. Ist absolut ein Duft, der immer geht. Tut nicht weh und also ist wirklich ein schöner, sehr schöner Duft. Also ich bin, wie gesagt, ich bin richtig angetan, muss ich sagen, von dem anderen auch, von dem Star. Auch hier die Haltbarkeit, das habe ich euch ja gesagt, die Haltbarkeit ist jetzt nicht besonders. Ne? Silage kann ich euch nicht sagen, man wird wahrgenommen, aber halt auf kürzere Distanz. Ne? Ich meine, man muss immer natürlich jetzt vorausschicken,
wenn ich jetzt einen Duft kaufe, dann tue ich das ja unter einer bestimmten Motivation. Ne? Und solche Düfte hier, wie der hier, der hat natürlich auch seine Berechtigung. Ne? Ich meine, ich kann mir natürlich einen Duft auch für 300, 400 Euro kaufen, das ist kein Problem, könnte ich auch machen. Ne? Mache ich aber nicht. Ne? Da ist mir jetzt, sage ich mal, ich habe auch Prioritäten und die liegen jetzt nicht da im Extrem, also im Nischenbereich, ne, dass ich mir da jetzt ein ganz teures Nischenparfüm kaufe. Man muss nicht viel Geld ausgeben. Ne? Für welche Zielgruppe ist das? Ne? Das ist eigentlich im Prinzip für jung und alt. Den könnt ihr im Sportstudio verwenden. Ne? Wie gesagt, da eignet sich der Duft perfekt. Für die Jüngeren, ne? Die müssen da keine Unsummen ausgeben. Ne? Die haben, sage ich mal, das kann man sich locker mit einem Taschengeld, ne? Kann man sich den Duft kaufen. Ne? Also es ist absolut, es ist ein Hammerduft für das Geld, was man da bekommt, ist der Duft okay. Ne? Der Sprüher ist sogar ganz okay. Ne? Also ich kenne Sprüher, die sind von teureren Parfüms, die sind wesentlich schlechter. Ah, der ist einwandfrei. Sorry. Ich sehe schon, da ist auf dem Tisch abgesprüht. Ja, nochmal. Der ist für jung und alt, für Schüler ideal geeignet. Ne? Ich meine, natürlich, wie gesagt, kann man sich auch für all diejenigen, da kann man sich den Arabic King von Marc Gebauer holen. Ne? Der hat natürlich mehr Power. Ne? Aber Leute, was kostet der? Ne? Oder den Tiger, Air Tiger. Ne? Air Tiger. Air Tiger ist wohl absolut mit, glaube ich, noch einem anderen Duft, wo eine irre Haltbarkeit haben. Also da reicht ein kleiner Dings, ein kleiner Sprüher. Ne? Aber da müsst ihr, wie gesagt, müsst ihr überlegen, was kostet so ein Duft? Ne? Und hier bekommt er eigentlich für das Geld, bekommt er den absolut den Gegenwert. Ne? Ja. Das soll es eigentlich auch gewesen sein. Ich will auch gar nicht länger referieren über das Düftchen hier. Ne? Also das könnt ihr euch jederzeit kaufen, da macht er nichts verkehrt. Ne? Wenn ihr in der Drogerie seid oder wenn ihr mal bei Rossmann, gibt es überall. Ne? Rossmann, DM oder online, ne? Da kriegt man den Duft auch. Wie gesagt, nachgeworfen unter 5 Euro. Ne? Wenn ihr da unterwegs seid, ne, schaut mal vorbei, schnappt euch den Duft und testet den mal. Ne. Wie gesagt, man muss es natürlich jetzt, wie gesagt, unter einer bestimmten Motivation betrachten. Und die Motivation ist einfach hier A, Preis-Leistungs-Verhältnis und B, für was brauche ich den Duft. Ne. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich einen Beast-Mode haben möchte, einen frischen Beast-Mode, ne, da gibt es logischerweise andere. Ne? Die kosten aber dann eben, wie gesagt, gleiche Mal sind die im dreistelligen Bereich. Ne? Da gibt es, wie gesagt, Marc Gebauer, könnt ihr mal googeln. Ne? Der hat auch einen Sommerduft, ne? Den Orange Flamingo heißt er, glaube ich. Ne? Der hat, da könnt ihr wahrscheinlich eine Woche, riecht ihr nach Orange. Ne? Die sind halt in einer sehr hohen EDP-Konzentration oder in einer Extrait de Parfum-Konzentration. Also da ist der Parfümölanteil relativ hoch. Es kann auch durchaus sein, dass der hier bei euch länger hält. Ich gehe immer von meiner Haut aus. Ne? Da hält der, wie gesagt, eben, ja, ich sage mal 3 bis 4 Stunden. Sag ich 3 bis 4 Stunden? Eine Stunde. Also da muss man schon fair sein. Ne? Eine Stunde mehr ist da aber auch nicht drin. Aber wie gesagt, für das Geld total okay. Ulrich de Warens Neid. Jo, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da. Gebt mir ein Like und drückt die Glocke. Dann verpasst ihr auch nichts. Macht's gut, Leute. Ciao.